Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Syrah. Wir sind an einer ziemlich interessanten und sehr aufregenden Stelle, denn wir haben unseren Teleporter endlich in Gang gesetzt. Das Einzige, was mir persönlich den Kopf ein bisschen zerbricht, ist die Situation mit dem einem Item, welches wir auf in der anderen, in einem anderen Sonnensystem noch haben, in Pulverine. Ich weiß in diesem Moment eben nicht, was wir als erstes tun sollten. Hier irgendwie uns teleporten oder da noch suchen, um rauszufinden, was das für ein Item ist. Aber wir machen es ganz, ganz einfach. Wir machen es nicht spannender, sondern wir drücken hier mal auf E und gucken, was passiert. Es funktioniert. Ich habe die Teleportation initialisiert. Der Prozess läuft. Die Teleportation verlief makellos. Ich bin dort gelandet, wo ich es eigentlich wollte. Wird das was? Ich warte nämlich, bis ich hier auf mein Pfeilchen hier drücke. Okay, ich habe einfach gedrückt und sie ist da. Ich bin hier an, ich weiß nicht, an einem Ende einer Alien-Zivilisation angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig übersetzt habe. Aber... Achso, ich bin am Rande einer Alien-Zivilisation angekommen, aber die Bewohner sind auch verschwunden. Genauso wie die ganzen Menschen. Ich habe Bobos, Sendesignal, ich habe Bobos Tracking-Signal, das ist ja ein, ich weiß nicht, ein Richtungssignal, aufgespürt, welches nicht weit von hier entfernt ist. Also, es kommt nicht von weit entfernt. 2 Jahre sind vergangen, seit Bobo und ich den Teleporter es ist 2 Jahre vergangen, seit Bobo auf der Erde von diesem Teleporter absorbiert wurde. Nun sind wir wieder vereint. Für eine Weile war das Leben ziemlich, ziemlich toll. Aber seit einiger Zeit habe ich begonnen, nach ein bisschen Gesellschaft zu suchen. Nicht mehr alleine zu sein. Moment. Alleine zu sein war trotzdem eine gute Erfahrung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bobo hat auch versucht, einen Teleporter zu bauen. Aber er ist an dem menschlichen Equipment gescheitert. Und die Schematiken konnte er nicht mehr beenden. Das bedeutet, er hat das Gleiche in der gleichen Zeit versucht wie sie. Es war aber nicht so schlimm, hier ja, gelandet zu sein oder beziehungsweise gefangen zu sein. Wir konnten eine ganze Alien-Zivilisation erforschen. Am Ende konnten wir den Teleporter doch nicht vollenden. Aber wir haben ihn trotzdem in einen, mir fehlen die Wörter. In einen Weitstrecken-Transmitter umgewandelt, damit wir uns mit dem Internet verbinden können. Als wir das versucht haben, hat etwas anderes keinen Sinn ergeben. Die Daten waren aktuell. Die Nachrichten werden gepostet, als ob alle
noch da wären, wo sie gewesen sind. So als ob nichts, also so als ob sich nichts verändert hätte. Ich habe es geschafft, mit meiner Familie in Kontakt zu treten. Meine Schwester, oh, das war nicht Saira Senior, sondern ihre Schwester. Meine Schwester, meiner Schwester ging es nach dem Autounfall immer besser. Sie hat mir sogar einen Artikel zugelinkt, in dem beschrieben wird, wie ich versucht habe, mich zu ihr zum Mars zu teleportieren, um sie zu sehen, aber niemals den Mars eben erreicht habe. Das contradicted, mir ist dieses Wort so ein bisschen unbekannt. Wer es weiß, schnell googeln. Ich verstehe es nämlich noch nicht. Aber ich kann das so interpretieren, als ob sie jetzt sagen würde, dass das alles auf den Kopf stellt, was sie bisher gewusst hat. Wie konnte das passieren? Wenn wir es geschafft haben, wenn wir es geschafft hätten, jetzt nach Hause zurückzukehren, würden wir dort Menschen vorfinden, die auf uns warten? In dieser Zeit werden aber unsere Fragen nicht... Moment, oder? Mit der Zeit werden alle unsere Fragen beantwortet. Wie auch immer. Das ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit. Ah. Das ist die Episode, wo Saira kein Glück hat mit der Teleportation. Das bedeutet also, dass es hier verschiedene Enden gibt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel jetzt zu Ende geht. Ganz im Ernst. Und deswegen möchte ich das hier noch einmal versuchen. Ich möchte wissen, was hier auf diesem Planeten ist. Zum Glück haben wir ja die Möglichkeit, denn ich möchte wissen, was das für ein blödes Item ist. Ganz im Ernst. Ich möchte wissen, wie man dahin kommt. Das Spiel ist also offiziell eigentlich beendet worden. Und das verstehe ich jetzt nicht. Wieso können wir hier nicht landen? You cannot land here. No items. Wieso können wir da nicht landen? Und was ist das denn wieder? Achso, nee, das ist unser Mond. Auf dem dieses Item ist. So. Das war dann der Planet, wo es wenig Sauerstoff oder was weiß ich gab. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich kann dieses Ende dieses Spiels, welches einfach so urplötzlich jetzt gekommen ist, nicht verstehen. Mir fehlt hier ein Item, ja, welches ich jetzt hier gesehen habe, aber ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt dahin kommt, ja? Und ich finde das mega, mega unfair. Moment, okay. Nein, ich wollte jetzt gerade gucken, inwiefern die Energie dieser Pfütze da ausreicht. Denn das hier, wisst ihr, das passt mir irgendwie nicht. Wir haben ja schon in den letzten Welten herausgefunden, dass wir mit diesen Pfützen äußerst vorsichtig umgehen müssen. Okay. Eine sehr, sehr kurze Zeit, die wir hier haben. Die uns hier auch übrig bleibt. Es ist etwas, was ich komplett nicht verstehen kann. Wir hatten diese dummen... Ne, ich werde jetzt auch wieder abkratzen. Vorsichtig ausgedrückt. Mir fehlt noch immer dieser...
wie ich jetzt diese Kristalldinger mit dem hier verbinden kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ah, und jetzt mache ich hier dauernd Fehler. Diese Kristalle, wofür sind die da? Ich hätte gesagt, man müsste jetzt alle so gesehen anmachen. Und probieren, ob das eventuell die Rätselslösung ist. Ich glaube, wir haben 4 entdeckt. Eventuell müssen wir alle entdecken. Eventuell ist das das Manko. Moment. Da ist was schief gegangen, in die Hose gegangen. Und deswegen, es tut mir leid, ich kann mich mit diesem Ende jetzt nicht abfinden, meine ich. Und jetzt mache ich nonstop Fehler, weil ich nonstop daran denke. Es ist das erste Mal in einem Spiel, wo ich das Ende nicht akzeptieren möchte. Wir hatten nämlich und etwas anderes, etwas völlig anderes, während ich jetzt so ein bisschen rumkraxle, wurde jetzt auch noch nicht erklärt. Wir hatten in der komischen Welt, wo es diese Masken gegeben hat, ja? Moment, schnell. Wo es diese Masken gegeben hat. Wir hatten da auch eine Buchstabenkombination, ja? Eine Buchstabenkombination. Ein Moment, ich habe hier meine Notizen. Dieses B, G, E, F, A, H, D, Sternchen, C. Das war zwischen so einer Maske in den Höhlen und dieser Lacke da. Wir hatten das mal. Das war in dem Level, wo wir die ganzen Fragen bei diesen Computern beantworten mussten. Das hatten wir. Da waren irgendwelche Buchstabenkombinationen da. Wozu ist das? Wozu ist das? Wozu sind auch diese Kristalle hier? Das da, was... Wir haben hier wahrscheinlich gleich einen Kristall. So, 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 so. Hier war doch irgendwo unser Kristall. Genau hier ist er doch. Was ist das? Was hat das bitte schön auf sich? Ich verstehe es nicht. Das da. Was ist das? Was ist das? Muss das in einer... in verschiedenen Art und Weise irgendwie angemacht werden? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist ein Kristall. Ein verkorkster Kristall. Auf diesem Planeten. Ich verstehe es nicht und ich würde es auch gerne verstehen. Das ist auch das, was mich so nervt bei diesen Rätseln, die ich einfach persönlich einfach so schnell irgendwie löse, ohne zu wissen eigentlich, was ich mache. Nein, ich kann mich mit solchen Dingen einfach nicht abfinden. Denn ich muss einfach verstehen, was Sache ist. So, ich lade mal unsere Schiffsbatterie mal auf. So. Zurück zum Schiff. Es passt mir einfach nicht. Es tut mir leid. Mir passt dieses Ende nicht. Das Einzige, was mir eben auffällt, ist, dass man eventuell diese ganzen Kristalle anmachen muss, um hier irgendwie weiterzukommen. Das ist das Einzige, was mir hier auffallen würde. Ganz im Ernst. Hier zum Beispiel. Das hier oben, seht ihr das? Hier rechts nach oben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, schnell. Ich möchte jetzt einfach mal gucken. Genau, das hatten wir ja. Das habe ich ja schon mal ausprobiert. Und oben gab es dann, glaube ich, ein paar Kristalle oder irgendwas. Irgendwas gab es da. Da, genau. Hier waren diese Höhlen. Hier links oben war auch ein Kristall. Ich habe einfach nur Kristalle noch jetzt gerade im Kopf. Okay, das... Ein Moment. Eventuell. Ne, so nicht. Genau so, irgendwie. Wir
Wir müssen da ganz nach oben hin. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir eventuell diese Kristalle einfach nur aktivieren müssen, so dass da auf diesem komischen Tresor sich da irgendwas tut. Also es ist mein persönliches Gefühl. Ob das jetzt stimmt, absolut keine Ahnung. Deswegen, ich komme einfach mit diesem Ende nicht klar. Seht ihr das? Wieder eine neue Stelle. Was haben wir getan? Warum ist die Lacke hier? Wir haben etwas aktiviert. Ja, mein Hund ist auch gerade aufgewacht. Wir haben etwas aktiviert. Das war jetzt... Was? Wieso brauche ich jetzt die Lacke? Dafür. Dafür habe ich die Lacke gebraucht. Waren das die fehlenden Kristalle? Dort rechts waren wir ja mal. Dort gab es dann diese Richtungen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Diese Richtungen, wo ich gemeint habe, ach, das erinnert mich ja an Pummeluff. So, da läutet das liebe Telefon. Die liebe Mama ist wie immer mal dran. Oh, so. Ich bin... Oh. Ganz im Ernst, ich krieg einen Telefonanruf, ja? Und ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll, weil ich dann auf der Leitung stehe. So, wir haben zwei weitere Kristalle gefunden. Was mir hier auffällt... Ach so, wir sind hier von oben gefallen, ja? Ganz im Ernst, ich halte das gerade so ein bisschen psychisch nicht aus, weil ich möchte jetzt mal kurz gucken gehen, ob das eventuell irgendwas gebracht hat. So. So. Oh. Da haue ich mir mal die Rübe an. So. So. Das muss ich jetzt... Ich bin blöd, wisst ihr das? Ich bin so blöd. Ich merke mir nie, was wo ist. Ja? Okay. Noch einmal versuchen. Wir sind auf dem gleichen Planeten und ich check's einfach nicht, ja? Okay. Ein Kristall. Ein verdammter Kristall fehlt. Ein Kristall fehlt. Ein Kristall fehlt. Der muss irgendwo... Irgendwo, ich weiß nicht. Wo könnte denn der sein? So, ein Kristall fehlt noch. Aber wisst ihr, was das Gemeine ist? An den letzten zwei Kristallen hat es immer getutet, ja? An den anderen nicht. Die hat man einfach so angemacht und konnte sich denken, ach ja... Eventuell ist da was, eventuell ist da nichts. Keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Und bei den letzten zwei hat es getutet. Also so richtig... Bip. Ihr wisst schon, dieses Geräusch, welches kommt, wenn man etwas geschafft hat. Okay, da möchte ich ja auch nicht sein. So. Irgendwo muss es hier noch einen Kristall geben. Den letzten Kristall. Und ich möchte ihn finden. Es muss doch einen Weg geben, diesen Kristall zu finden. Oh, Saira! Ja, ich bin jetzt auch leicht angezipft gerade, ehrlich gesagt. Gehen wir mal kurz hier lang, ja? Ich möchte noch einmal kurz sehen, was... Boah, Saira! Um Himmels Willen, das Spiel ist schon fast vorbei und du kriegst es noch immer nicht gebacken, normal zu springen. So wie ich es dir auftrage. Nein, will sie nicht. Okay, dann halt eben nicht. Das ist es nicht. Denn diesen Kristall, den hatten wir schon. So, ich möchte sehen, was hier ist. Okay, gar nichts. Absolut okay. Deswegen teleportieren wir uns jetzt mal hier wieder zurück. Und gehen den anderen Weg lang. Einen haben wir noch irgendwo liegen lassen. Einen haben wir liegen lassen. Und ich möchte wissen, wo das ist.
Es muss hier irgendwo irgendwas geben. Die Lacke ist auch hier nicht wegen nichts hier. Das weiß ich. Okay. Ich mache das jetzt nämlich jetzt ohne auch abzuspeichern. Okay, das ist jetzt egal. Die Lacke da. Die hat mit Sicherheit eine weitere Funktion. Boah, nicht so. Nicht so. Nicht so. Das war nicht geplant. So. Ich habe das Gefühl... Nee. Würde es sich denn ausgehen, wenn ich mit... Ich stehe gerade auf der Leitung, weil ich gerade überlege und selber nicht durchüberlegen kann. So. Da gab es nichts mehr, oder? Ein Kristall fehlt noch. Versteht ihr das? Diesen Frust, den ich gerade in mir habe. Okay. Ein Kristall. Wo könnte denn der bloß sein? Ach, lassen wir das. Ganz im Ernst, lassen wir doch das. Ja, ich bin etwas frustriert gerade. Weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Okay. Und deswegen, wisst ihr was? Ich werde mich hier auch mal auf die Suche machen. Offscreen. Und werde mich erst dann melden, wenn ich etwas hier gefunden habe. Einverstanden? Denn ich möchte den letzten Kristall selber finden. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und sehen uns dann das nächste Ende an. Also, bis dann.